Jugend präsentiert ist ein bundesweiter MINT-Wettbewerb mit Lehrkräftefortbildung. Und es ist noch viel, viel mehr, denn es ist ein Netzwerk aus Schulen mit Präsentationsexpertise. Und diese Schulen, die in dem Netzwerk sind, nennen wir auch die Jugendpräsentiert-Schulen. Und wer ist alles dabei? Von Hamburg bis Barcelona sind es bereits 59 Jugendpräsentiert-Schulen in und um Deutschland. Und warum sollten gerade Sie sich für eine Jugendpräsentiert-Schule bewerben? Zum einen gibt es vertiefende Lehrkräftetrainings, das Netzwerk wird gestärkt und der Austausch zwischen den Schulen wird gefördert. Hi, hier ist das Julius Echter Gymnasium aus Elsenfeld und wir sind seit 2016 Jugendpräsentiert-Schule. Jugendpräsentiert hat uns nicht nur beim Wettbewerb sehr viel Spaß bereitet. Wir durften sogar 2017 eine Qualifikation ausrichten. Hallo, hier ist das Kant-Gymnasium in Boppard am Rhein. Wir sind seit 2016 Jugendpräsentiert-Schule und unsere Schüler profitieren sehr von dieser Konzeption. Weit über 100 Videos haben wir in den letzten Jahren eingereicht und wir danken Jugendpräsentiert sehr dafür. Als ehemalige Schülermentorin der Präsentier AG spreche ich für das Hölderlin-Gymnasium Heidelberg, das seit 2014 Jugendpräsentiert-Schule ist. Unsere Schüler lernen, Wissen attraktiv darzustellen und bereiten sich mit viel Spaß auf den Wettbewerb vor. Deswegen sind wir Jugendpräsentiert-Schule. Der Hochschule aus Dreieck-Sprendlingen und wir sind seit 2014 Jugendpräsentiert-Schule. Aber welche Veranstaltungen machen wir eigentlich so? Ein Methodentag für die 5. Klassen, ein Schulwettbewerb für die 7. Klassen, 3 Methodentage für die 11. Klassen, Fortbildungen für Lehrkräfte, die Qualifikationsrunden, ein Landesentscheid 2020. Und wie findet ihr Jugendpräsentiert so? Spitze! Und was muss man tun, um eine Jugendpräsentiert-Schule zu werden? Zum einen sollten Sie sich auf der Jugendpräsentiert-Website bewerben, um eine Jugendpräsentiert-Schule zu werden. Dann sollten Ihre Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teilnehmen. Und Sie sollten eine interne Lehrerfortbildung veranstalten.